Die Rolle von Matriarchat und Patriarchat in Medeas Stimmen von Christa Rolf. Angefangen bei Kolchis, dem früheren Wohnort von Medea. Grundsätzlich ist das Königreich Kolchis nach wie vor matriarchalisch geprägt. Belege für ein Gleichgewicht bzw. matriarchalische Züge in der kolchischen Gesellschaft lassen sich im Roman beispielsweise auf Seite 159 finden, wo über den besonderen Stolz der kolchischen Frauen im Vergleich zu den korinthischen Frauen berichtet wird. Fortführend wird die Astronomie, eine der wichtigsten Wissenschaften dieser Zeit in Kolchis, ausschließlich von Frauen betrieben. Des Weiteren erfährt man durch die Stimme Medeas, dass vor König Aietes in der Vergangenheit die Krone auf weiblicher Linie traditionell übergeben worden sein musste. Dies legt die Vermutung nahe, dass die Gesellschaftsform in Kolchis früher sogar einem Matriarchat geglichen haben muss. Hinzu kommt, dass in Kolchis nicht nur Männer hohe Ämter belegen, Medea selbst ist als heilkundige hohe Priesterin der Hekate eine der wohl mächtigsten Frauen in dieser Zeit. Auch beim Thema Totenbestattung gibt es in Kolchis typische matriarchalische Strukturen. So werden die Toten nicht wie in Korinth beigesetzt und begraben, sondern stattdessen die Männer auf Bäumen aufgehängt, weil man an eine Art Wiedergeburt glaubt. Dennoch weist die aktuelle politische Lage leichte patriarchalische Tendenzen auf. König Aietes zum Beispiel täuscht an, seine Krone dem jüngeren Sohn weiterzugeben, obwohl Kalkiope, die älteste und damit potenzielle Thronfolgerin, den primären Anspruch darauf hätte. Ähnlich wie in der Geschichte von Kolchis war Korinth früher matriarchalisch geprägt. Zu der Zeit, in der der Roman spielt, herrscht König Kreon über Korinth, welcher mit seiner patriarchalischen Denkweise seine Frau, Königin Merope, unterdrückt, die an den alten matriarchalischen Werten vergangener Zeit festhalten will, um ihrer ältesten Tochter Iphinoe die Krone zu vererben. Damit ist die Basis für den Grundkonflikt in Korinth geschaffen. Es bilden sich, wie eben genannt, zwei Parteienlager. Die Partei König Kreon auf der einen Seite und Königin Merope auf der anderen Seite. Kreon will seine Krone unbedingt in männlicher Linie weitergeben. Falls notwendig, nicht mal an seine eigenen Kinder, sondern an den befreundeten Jason aus Iolkos, während Königin Merope und Teile der Bevölkerung an den alten Werten festhalten, welche die Weitergabe der Krone in weibliche Richtung bevorzugen. Um die Vererbung der Krone weiblicherseits zu verhindern, lässt Kreon seine erste Tochter, welche die potenzielle Thronfolgerin ist, umbringen und freundet sich mit Jason an, um ihm später die Herrschaft über Korinth zu ermöglichen. Damit ist bewiesen, dass das Matriarchat in Korinth gebrochen und die Stadt vollständig zum Patriarchat übergelaufen ist. Zuletzt stellt sich die Frage, welche Konsequenzen hat der Streitpunkt Matriarchat oder Patriarchat? Der tiefgehende Konflikt um die richtige Gesellschaftsordnung und Machtverteilung in Korinth ist ausschlaggebend für die Handlungen der Personen. Iphinoe, die älteste Königstochter, wird wie oben erwähnt zur Machtsicherung des Königs Kreon nach persönlichem Auftrag umgebracht. Außerdem wird Medea durch ihren Stolz und ihre Unfähigkeit, sich dem korinthischen System anzupassen, nicht von den Korinthern akzeptiert und gehasst. Als Folge wird sie zum Sündenbock für alle Misserfolge gemacht, des Mordes an ihrem eigenen Bruder angeklagt und für Naturereignisse wie Erdbeben schuldig gesprochen, sodass sie schließlich verbannt und ihre Kinder vom Pöbel gesteinigt werden. Glauke, die jüngste Königstochter von König Kreon und Königin Merope, bringt sich als Reaktion auf die Verbannung Medeas selbstständig um. Zusammenfassend lässt sich also feststellen, dass es früher in der Geschichte der Menschheit eine überwiegend matriarchalische Weltordnung gegeben haben muss, welche aber Stück für Stück ihren teils gewaltsamen Umbruch zum Patriarchat durchlebt. In dem Roman Medeas Stimmen befindet sich das Königreich Korinth bereits in einer patriarchalischen Herrschaft, wohingegen Kolchis zwar matriarchalisch fundiert ist, aber bereits patriarchalische Tendenzen aufweist.